Einen wunderschönen herzlich willkommen hier zu Pro Evolution Soccer 2019 Meisterliga mit AC Milan. Ja, und es geht weiter in der Europa League und zwar gegen Akhisarspor, einem türkischen Verein. Hat der für Trikots grün, schwarz, dunkelgrün und weiß. Wir spielen in weiß. So, Village Road, okay. Okay, gute Aufstellung. Oh, sie steigen mit zwei Defense. Das wird schwierig, aber ist machbar. So, Strategie kurz ändern. Flexible Formation. Also, na, das brauchen wir nicht mehr. Und zwar heute mal nix, sondern falsche Flügelspieler und Gegenpressing einmal. Schau, ob das was hilft. So. Ja, ich glaube, schaut da ganz gut aus. Romagnoli, Conti. Drohne lassen wir noch. Zapata, Svinic, Abate, was ist der Abate da draußen? Calabria. Montolivo, Borini. Achso, wir sind ja in der Europa League. Okay, da haben wir nicht so viel Auswahl. Wohl, ich hätte Auswahl und zwar an Kessie, Borini und Abate statt Musaccio. Okay, und das können wir machen. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, dann starten wir ins Match. Ja, wir haben das letzte Spiel, denke ich, glaube ich, war, glaube ich, ein 7:2, wenn man nicht alles täuscht. Ein souveräner Sieg. Ja, und ich glaube, wir kommen schon langsam auf die Siegerstraße zurück. Wir haben ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt. Liebe Zuschauer, die Mannschaft auch in der Europa League. Bereit für dieses Gruppenspiel, aber eins muss ich loswerden. In dieser frühen Phase lässt das Turnier bislang überhaupt keine Wünsche offen. Es ist ja das perfekte Schaufenster für die Creme de la Creme. Genau. Des Fußballs. Jeder kann sich hier präsentieren. Viele Scouts sitzen ja auch auf den Tribünen. Umso wichtiger, dass man an sein Leistungslimit kommt. Hoffen wir, dass es genau so weitergeht. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Eine Augenweide. So, dann gehen wir es auch. Alles ist angerichtet. Raus auf die linke Bahn. So, jawohl. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Rein mit der Kugel. Da ist Goal. Na. Ist Goal. Rodriguez. Schöner Flügelwechsel. Ah, Fehlpass. Der Fehlpässe sollte man unterlassen. Die haben uns schon Siege gekostet. Ball über der Linie, Einwurf. Ist natürlich nicht so rosig ist. Bilia. B
Ja, der steigt gut hinten. Versucht da durchzustecken. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Da kommt der Ball. Ach. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Bilian. So. Bislang ist noch nichts Aufregendes passiert. Sucht seine Mitspieler. Darf jetzt er vielleicht. Einfach alles ausgedroschen. Und wunderschönes Tor. Fantastisch. Bilia. Mit einem Tor, das sich gewaschen hat. Wahnsinn. Wow, aus dem Nichts. Hier noch einmal. Wow. Die Frage, wann ist 25 oder wann ist 30 Meter? Ah, 25. Wow, toller Schuss. Bilja, gar nicht gewusst, dass er so die Schusstechnik hat. 1:0. Perfekt. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Wenn man sich so das Spiel anschaut, dann scheint es darauf hinauszulaufen, so, dass sie häufig über die Flügel kommen. Wenn du diese 30 Meter waren es kommen, aber sonst hätten wir jetzt eine Trophäe gekriegt. Damit sich die einzelnen Gegenspieler mehr und mehr aus dem Defensivverbund lösen und dann entstehen Lücken. So, Çalhanoğlu. Isco. Suso. So, gehen wir, Conti. Ja, ist da. Und hier steht's 1:0. Schöne Ball erobert. Wow, so steigen wir mit. Macht das Spiel gut breit. Sie kontrollieren hier nicht nur den Ball, sondern eben auch den Gegner. Die Führung hier geht völlig in Ordnung. Bilja hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Na, nochmal geht's nicht. Sonst ist durchschaut. Physisch enorm präsent. Wow. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Bonaventura hat bereits ein Ventura, komm! Jawohl, ein absolutes Traumtor. 0:2 für den AC Milan. Perfekt. Ja, man wird wohl nur so gewinnen können. Wow, was für ein Ding. Perfekt. Mit dem Außenriss ins untere Eck. Bonaventura 2:0 für den AC Milan. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen. Okay, Manndeckung, okay. Sie, das Ding nur noch sie steigen, sie spielen jetzt wahrscheinlich vor auf Konter. Oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie sie sich entscheiden. Oh. Ich bin auch gespannt, was für Strategie das jetzt nehmen. Versucht die Gasse zu finden. Bilja. Isco. Sucht die Lücke. Ja. Er könnte zum Tor ziehen. So. Ricardo Rodriguez. Der AC Mailand liegt hier kurz vor der Pause in Führung. Oh, ganz schlechter Pass. Er steht für den Begriff Endstation. Und so. Oh, ja, die na, stehen da hinten, aber mit funktioniert nicht immer, aber immerhin die Torchance ist oder war da. Ach, mehr ausschneiden beim nächsten Mal. Aber Ballbesitz immerhin 64%. Cool. Gewinnt den Ball für sein Team zurück.
Und weiter so. Suso versucht den Pass dann durch die Gasse. Nein. Den muss er machen. Ab in den 16er damit. Wow. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Schon läuft der Gegenangriff. Klasse durchgesteckt. Okay, das wäre ein guter Kontaktangriff einmal. Aber Verteidigung steht und Halbzeit 1 zu Ende, 0 zu 2 aus Sicht von Akisarspor. Bilja und Bonaventura, die Torschützen. Ja, ganz statistikmäßig sehr wunderschön. Das war's aus Durchgang Nummer 1, 2-0, der Zwischenstand. Genau, so. Und los geht's, Hälfte 2, oh, schon gewechselt, okay. Oh. Suso versucht die Gasse zu finden. Der Ball kommt durch. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Mhm. Rüber, nach rechts. Das ist schlicht. Und Donnarumma. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht wow. Den nicht. Er ist da, wenn sie okay, jetzt kommen uns mehr ins Spiel. Mit viel Gefühl. Sie haben anscheinend. Selesnev. Suso. Na, wieder der Fehlpässe. Selesnev. Der darf nicht passieren. Oh. Ja, der war wichtig. Genau, das darf nicht passieren. Die Fehlpässe haben wir schon so viel gekostet. Natürlich schrumpft auch jetzt der Ballbesitz. Er faustet ihn raus. Ganz klar. Schlauer Mist. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben. Ah, geht rein. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Ja, jetzt spielen's. Aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. We're off, Pressing. Iguain. Nein! Ist direkt wieder. Oh, jetzt steigen uns noch. Noch dichter beieinander. Hier ist oh. Oh! Noch ein Foul. Ja, gelbe. Bitte, danke. Meine Güte. Zweimal. Das erste hätte schon zahlen müssen. Ah, nochmal von hinten. Eindeutig. Çalhanoğlu macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Çalhanoğlu. Und? Oh. Toller Schuss. Aber wieder kein Tor. Also überhaupt keinen Vorwurf an den Schützen. Das war ein klasse Freistoß. Aber das ist ja auch ein klasse Torwart. Clever gespielt. Na. Sucht die Lücke. Den hat er. Flanke nach innen. Bilja haut den Ball erstmal weg. Schau. Mein Kontrolle vibriert in einer Tour. Gut gespielt und sind wir so eingegangen. Gefahr vorerst gebannt. Suso. Suso. Er treibt den Ball nach vorne. Spielt ihn gut raus. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Suso. Ja, keine Ahnung. Nichts. Oh, oh sehen, und? Es ist ganz banal. Die große Chance. Das war die letzte. Und? Elfmeter, der Freistoß. Und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Okay, das war jetzt ganz knapp.
Das war innerhalb. Das war innerhalb. Es muss 11 Meter sein, oder? Es ist 11 Meter. Und der Elfmeter sitzt. 3:0. Ja, eindeutig. Mit der Hand schnupft er weg. Boah. Tolle Elfmeter-Technik. Boah. Puh. Tick schneller reagiert hat dann. Neuer Spielstand 3:0. Spielt ihn lang. Bilja. Ricardo Rodriguez. Ja, sehr schön. Ab auf die Flanke. Okay. Samu Castillejo. Der Ball läuft gut. Oh. Wirrer. Zehn Zwischentat. Die einzige Möglichkeit. Gewaltschuss aus der Distanz. Borini ist in aussichtsreicher Position. Oh. AC Mailand kann dieses Spiel mit dieser Führung im Grunde genommen nicht mehr verlieren. Eigentlich nicht, nein. Super, öffnender Pass. Der Ball, wie der sich drillt, das. Und 3:1. Da waren es nur noch zwei. Ja, kann passieren. Darf nicht passieren. Sehe ich jetzt noch locker, aber wer weiß, das kann sich schnell ändern. Ja, komm Donnarumma, den musst du halten. Es ist Conte Abate, okay, jetzt kommt Verteidiger. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Anschlusstreffer wäre vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber sie sind wieder im Spiel. Abate. Oh. Und Eckball. Und er ist zur Stelle. Und 4:1. Dürfte definitiv die Entscheidung gewesen Borini sein. Mit seinem ersten Tor. Wirklich ein schönes Ding. Heide Witzka. Oh Mann, das schauen wir uns doch mal. So macht man das. Eine Flugkurve, die genügt aller höchsten ästhetischen Ansprüchen. Ja, toll gemacht. Hier der Pass und dieser wunderschöne Schuss ins untere lange Eck. Ja, man konnte den Tormann konnte den Ball nicht sehen. Somit 4:1 für den AC Milan hier bei der Europa League. Miguel Lopez. Versucht seinen Mitspieler. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ja, der beweiste Auge. Ein sehr kluger Na. Pass. Ja, und ist der Schluss da ist es vorbei. 1:4 aus Sicht von Akisaspor. Wieder 3 Punkte. Ja, Tabellenführung behalten wir wohl bei. Sie haben in der Fremde das Ding gewuppt und ich glaube
Ja, Ballbesitz deutlich geschrumpft in Hälfte 2. Durch besser stehende Verteidigung und Mittelfeldspieler immer gedoppelt, aber nichtsdestotrotz konnten wir uns mit unserem Passspiel mit Geschick durchsetzen. So, und Feyenoord 2:0 in unserer Gruppe und es sieht aus, ja, 7 Punkte. Ja, 8 Tore, 2 Gegentore, perfekt. So soll es sein. Blitzari, okay. Neue Spitznamen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Gonzalo Higuain mit seinen Toren eine wertvolle Stütze für das Team ist. Er scheint einen Spitznamen erhalten zu haben. Die Fans nennen ihn jetzt Goldfuß. Okay. Nicht so einfallsreich, aber immerhin. Oh. Gegen Chievo Verona geht das nächste Spiel auswärts. Uhuhu. Ja. Akisaspor besiegt. Dynamik ins nächste Spiel mitnehmen. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Denn wir brauchen 3 Punkte. Wir brauchen 3 Punkte, denn wir sind in der Tabelle etwas abgeschlagen. Mit 3 Punkten könnten wir schon wieder etwas. Ja, Spiele 2. Jawohl. Und dann Siege 2. Könnten wir schon wieder etwas nach vorne rücken, sofern die anderen nicht auch ihre Spiele gewinnen. Also wir sind ja noch früh in der Saison. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren für mehr Videos. Natürlich gibt es auch andere Videos. Ja, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ade.